Am frühen Mittwochmorgen ist ein 38-jähriger Mann auf einem Parkplatz von einem Transporter angefahren und mehrere Meter mitgeschleift worden. Nach ersten Informationen der Polizei hatte der Mann dort auf dem Boden gelegen. Ein 61-jähriger bog mit seinem Transporter auf den Parkplatz ein, übersah den Mann und schleifte ihn mit. Als er den 38-Jährigen bemerkte, rief er den Rettungsdienst. Der Verletzte kam mit Schürfwunden, Platzwunden und mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus, wird aber wohl bereits am Donnerstag wieder entlassen. Er soll zwar einen festen Wohnsitz haben, hat aber das Erscheinungsbild eines Obdachlosen.